Rheuma ist ein Sammelsurium an Erkrankungen, die alle vom Immunsystem ausgehen. Das Immunsystem erkennt körpereigene Strukturen als fremd und greift sie an. Beim Gelenkrheuma ist es dann zum Beispiel so, dass bestimmte Gelenke vor allem an den Händen anschwillen und wehtun. Es können aber auch Organe betroffen sein, vom Gehirn bis zum Fuß, und alle inneren Organe können betroffen sein. Leider ist es so, dass die Erkrankung häufig chronisch verläuft und die Patienten langfristig therapiert werden müssen.